Ja, Alter, so ist es, wenn man sich mit mir anlegt. Da wären wir. Okay. Okay, nimmst du mir die jetzt ab? Was ist los? Ich will einen Anteil. Hä? Was? Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Komm schon, Vargas, du solltest uns nur rein und rausbringen, mehr nicht. Nur, ich riskiere meinen Kopf für euch, Gringos. Ja, und Rafe bezahlt dich auch königlich dafür. Sie? Aber nicht annähernd genug. Den solltest du doch nicht öffnen. Ja, ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen. Niemanden hierher bringen und meine Häftlinge nicht quälen. Drauf geschissen. Okay, aber sei vorsichtig, das ist 300 Jahre alt. Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat. Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte. Und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Ganz toll. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwel. Alles von einem einzigen Schiff. Der Gunsway. Ja. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Bla bla bla, ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Ah, hier. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden. Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Oh, das ist eine Metapher. Nein, 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 nein. Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Okay, hör zu. Lass mich darauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist, kannst du das mit Rafe ausmachen. Na los. Na komm, mach mich frei. Ich muss doch gucken gehen. Der Brief. Por favor. Wie willst du überhaupt darauf? Klettern. Oder möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst? Brich dir nicht den Hals? Ja. Hab ich nicht vor. So. Und dann geht's jetzt mal los. Und hüpfen hier runter und wieder hoch. Bei den Kisten. Okay. Mhm, hier geht's lang. Seht ihr, da unten ist auch noch ein Weg. Jetzt gucken wir. Wir schauen echt wirklich alles mal genauer an. Weil wir wissen ja, irgendwann sieht man so ein kleines Eck und dann macht's bling bling. Ich weiß nicht, ob es bei den Teil jetzt auch so ist. Und das sind immer so versteckte Schätze. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es den Teil so ist. Ich habe das noch nicht gespielt. Oh, oh, ich rutsche. Komm her. So. Kinderspiel war das, du. Der hat irgendwas gesagt, da hinten. Nein. So. Ein Loch. Da gucke ich jetzt nicht drunter. Das. Bingo. Seil. Und weiter geht's. Okay, es wäre schon tief gewesen. Und da komme ich nicht, also muss ich. Okay, damit wird es klappen. Ja, ist ziemlich schwer. Hallo, hallo. Scherz. So, schieb's hin. Er rutscht, weil der Boden ist ziemlich rutschig, glaube ich. So. Und auf geht's. So, das war wieder für die Glückssache, dass ich da noch ankam. Irgendwie habe ich heute so einen leichten Rechtsblick. So. Geschafft ist geschafft. Wow. Nein! Puch, so. Das Schwerste haben wir hinter uns. Was? Boah.
Alter, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und hoch mit mir. Oh, nochmal. Bin gespannt, was Sam dazu sagt. Also, wir haben es hier drauf, ne? Da gibt es nichts zu sagen. Auf nach oben. Hier haben wir wieder so einen extra Weg. Sieht nicht das so aus, dass es hier weitergeht, aber wir können uns mal umschauen, ob da irgendwas. Ich weiß nicht mal, ob das Schätze gibt zum Sammeln. Wir können mal in Option schauen. Bonus sieht man nicht. Da kann ich den Brief nochmal lesen. Okay. So. Wow. Jetzt muss ich die höchste Zelle finden. Die höchste Zelle wäre für mich jetzt hier schon. Da komm ich da. Hallo? Geh rüber. Ne, rüberhüpfen kann ich nicht, also muss ich da hoch. Wenigstens hatte Burns bis zum Schluss eine schöne Aussicht. Ja, das ist halt ein Nobelknast, ne? Jupp, ums Ex komme ich nicht. Ich komme nicht um weg. Dann muss ich. Nein! Boah! Hallo! Es geht so. Achso, jetzt kann ich da. Für den Arsch, ne? Aber wir können uns hier mal hinhängen. Jupp, habe ich mir schon gedacht. Schwer zu glauben, dass hier drin Dutzende Piraten auf den Galgen warteten. Ja, ist schon gruselig alles. Ich mag sowas überhaupt nicht. So, rein hier. Okay. Wo lang? Naja, wir gehen jetzt nicht nach unten. Ich weiß nicht, ob man da wieder. Da blinkt's doch, oder? Kaum zu glauben, dass das hier noch steht. Ja, wussten, wie man robuste Gefängnisse baut. Ja. Und wir haben einen Schatz gefunden. Ein Klappmesser. Nicht schlecht. Dann schauen wir trotzdem nochmal hier in jeden Eck. Hier liegt noch was. Ich dachte, heutige Gefängnisse wären schlimm. Ein riesiger Schatz. So. Halt, wir müssen das Blatt mal umdrehen. Manchmal steht auch hinten was dran. Na, geht nicht. Ne. Dann lass uns wieder nach oben gehen. Wir können ja klettern wie ein Affe, deswegen ist das kein Problem. Ich weiß nicht, ich habe heute einen neuen Controller angeschlossen und der fühlt sich noch nicht so an, wie ich es gern haben möchte. So. Und? Ich muss ziehen. 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 So. Komme ich da jetzt rüber? Ja klar komme ich rüber. Okay, mal im Ernst. Das ist ziemlich cool. Oh, nein, komm, komm, komm. Die spinnt doch. Sam verpasst echt was. Mal schauen, wie die Aussicht so ist. Sieht echt mega aus. Super. Ich komm nicht hoch. Hi. Und? Ich bin nicht geschaffen für Lebenszüge. Ist auch in Wirklichkeit so. Ganz Zelle. Hier ist die Zelle. Ja, sweet. Okay. Oben sind lauter Zeichen. Hier ist ein Kompass mit. Das ganze Gekritzel muss eine Bedeutung haben. Nie ohne. Nach Süden zeigt der Kompass. Oder hier nach unten.
sind irgendwelche Zeichen hinten drauf. Kann ich da noch irgendwas machen? Will er doch jetzt zwei... Das ist auch umdrehen und lesen. Okay. Okay. Sonst kann ich jetzt nichts mitmachen. Aber wenn ich jetzt nach... Ist vielleicht auch kein Kompass, sondern ein Pfeil, kann ich hier irgendwas machen. Ich kann auch hier nichts machen. Hier kann ich ran. Alchemie-Symbole für Gold und Silber. Moment mal, sowas habe ich auf dem Brief gesehen. Mhm. Hm, das ist ein Teil des Symbols. Ah, da ist die andere Hälfte. Also dann. Falten. Okay. Und? Okay, ein Vierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze und Skorpion. Also den einen haben wir ja gesehen hier. Da ist der Pfeil. Dann wäre das die römische Zahl 10. So, und hier oben... Das war doch die Schütze, oder? Mhm. Aber was muss ich... Ah, jetzt kann ich hier klicken. Hier die römische... Das ist jetzt eine 2. Da müsste ich jetzt hier auch ran. Nein. Okay, dann vielleicht auf den X. Da kriegst du angezeigt. Römische 10. Da unten ist sie. Nein, warum tust du da? Bist du bescheuert? Ja, so jetzt. Nein! Doch. Ach, gut. Hm. Was stand nochmal im Brief? Einmal im Brief. Ja, das kann ich jetzt bestimmt nicht nachlesen, ne? Aber mit dem X, also 10 und 2 sind 12. Hm. Da ist eine X und 2. Und da zeigt genau dieser Pfeil drauf, naja. Nein! Nimm doch den anderen, der Controller, der neue ist echt, naja. 10 und 2. X und I. Ist total empfindlich. Ja, ich hab's gefunden. Sieh sich das einer an. Jesus! Aber ist nicht genagelt. Warum ist er nicht genagelt? Digna factis recipimus. Was? Hm. Keine Ahnung. Das war... Hä? Das ist doch ein Brief. Sein. Dann mal zurück. Und deswegen bin ich jetzt da hochgeklettert. Wegen... Okay. Ja, gehen wir mal zur Tür. Ich glaube, ich muss durchs Fenster. Oder auch nicht. So hätten sie damals fliegen können, die Idioten. Das haben sie nie ausprobiert. So. Sieht so dunkel aus, ne? Upp. Und eins und nach unten, okay. Eine Seefahrt, jetzt. Die ist lustig. Und jetzt runter natürlich, ne? Oh, nein, ich habe jetzt die Sicht total scheiße gehabt. Oh mein Gott.
Ich bin echt gut in solche Spiele. Und abwärts. Jetzt. So. Jetzt aber. Ganzen Weg wieder nach oben. Vorsicht. So. Nein. Oh. Und natürlich hüpfe ich auch. Was soll denn das? Das ist so empfindlich, mein Controller. Ich darf nicht einmal anstupsen. Und dann sind 50 Bewegungen schon ausgeführt. So, runter hier. Auf ein neues. Gut. Yep. Das kriegt Grave niemals hin. Denke ich auch nicht. So. Und wieder die Tür aufpressen. Wir wollen ja aus dem Knast raus. Auf Wiedersehen, Schulter. Ja, das kann passieren. Vargas, ich will was ab. Ich will einen Anteil. Da macht sich voll lustig drüber. Egal. Hoch mit dir. Ich frag mich jetzt, ob das vor dem ersten, zweiten, dritten Teil ist. Oder danach. Der kommt doch ums Eck. Hallo? So. Also die nächste Folge nehme ich mit meinem alten... Hallo? Da ist eine Hauswand. Die kann man immer hochklettern, seht ihr? So muss es laufen. Da ist der nächste Schlitz. Zip. Ein Sub-Unternehmen, so. Hast geschafft. Was gefunden? Jep. Nein. Drake? Was? Da war alles leergeräumt. Falls da irgendwo ein Hinweis versteckt ist, war nicht zu finden. Bist du sicher? Hast du an der richtigen Stelle gesucht? Vielleicht habe ich nur irgendwas in dem Brief übersehen. Vielleicht gab es noch einen Turm, der schon längst eingestürzt ist. Naja. Gibt's irgendwelche Skizzen für diesen Laden? Ich meine, Baupläne oder so? Na, kann sein, da ist ein ganzer Haufen alter Akten. Okay, toll, toll. Schau sie dir durch. Sieh zu, was du rausfindest. Ich rede inzwischen mit Sam, er ist unser Avery-Experte. Vielleicht kriegt er dieses ganze Chaos auf die Reihe. Okay, ich sehe mir die Akten an. Los, ja. Dreh dich um. Ja. Ja, ein bestechlicher Bulle. Sehr schön. Okay. Wenn du mit dem geredet hast, komm zu mir. Alles klar. Dann trinken wir ein Gringo, Bier. Komm zu mir. Wenn ich noch einmal beim Prügeln erwische, gibt's eine Woche im Loch. Und? Da war ich doch halt. Du bist ein guter Schauspieler, Vargas. Du bist so gut wie ich. Auf das so schlau war, nicht zu sagen, dass wir da diese Statue gefunden haben. Suerte de principiante, verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. Mann, die haben dich ganz schön fertig gemacht. Bist du okay? Ich hab schon Schlimmeres eingesteckt. Komm. Hey, wo. Willst mich doch wohl nicht im Dunkeln lassen. Du hattest recht. Nein, wir hatten recht. Jetzt müssen wir nur Ray finden. Rafe. Fang nicht an, bitte. Na, komm schon. Wie du sagst, wir waren das. Du und ich. Und jetzt soll dieser reiche Sack den Rahmen abschöpfen? Wie lange haben wir versucht, hier reinzukommen? Wir hatten Hinweise. Nein, hatten wir nicht. Okay, keinen einzigen. Es ist so. Kein Rafe, kein Vargas. Und wir wären nicht hier. Apropos Vargas, wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Hat er dich ins alte Gefängnis gelassen? Ja, hat er. Okay. Nachdem er den Brief las. Oh. Und wie viel weiß er? Genug für einen Anteil. Ach, scheiße. Ray, falls sonst noch jemand davon erfährt. Ich kläre das mit Vargas, keine Panik. Und jetzt kümmern wir uns um wichtigere Dinge. Okay,
Suchen wir uns was, wo uns niemand stört. Das sieht irgendwie giftig aus, der Kleine. Ich weiß nicht. Ich vertraue denen kein Stück. Okay, die Luft ist rein. Willst du Wäsche waschen oder was? Und was haben wir? Was ist denn das? Oh, Scheiße. Darf ich? Sei vorsichtig, okay? Holz mit Gold und Silber in Tarsien. Sehr schön verarbeitet. Es ist hohl. Würde sich einer von Abrams die Mühe machen, ein Kruzifix zu verstecken? Es ist kein Kruzifix. Ein Kruzifix repräsentiert nämlich Jesus. Das ist nicht Jesus. Hast recht, keine Dornenkrone. Er ist ans Kreuz gefesselt. Na, wenn's nicht Jesus ist, dann... Lies die Inschrift. Digna factis recipimus. Wir empfangen... Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Ja. Sieh mal an. Ein katholisches Waisenhaus hat auch Vorteile. Der heilige Dismas. Ja, der reumütige Dieb. Wo ist die Verbindung? Jungs, tun wir so, als hätte ich die Sonntagsschule geschwänzt. Okay, bei der Kreuzigung wurde Jesus zwischen zwei Diebe gehängt. Okay? Einer von ihnen verspottete Jesus. Der andere, dieser Typ, war reumütig. Er nahm seine Strafe mit Demut an. Und Jesus führte ihn ins Paradies. Reumütiger Dieb. Ja. Was? Du hast die Lösung. Es gibt eine Kathedrale des heiligen Dismas. In Schottland. Warte, Avery wurde zuletzt in Schottland gesehen. Das kann kein Zufall sein. Ach. Wisst ihr, ich hatte meine Zweifel bei euch beiden, aber... Finden wir Vargas und dann raus aus diesem Drecksloch. Ja. Oh, nee. Lass mich raten. Mit dem Kerl hast du dich... Das ist der Freund von Anfang. Da wusste ich noch nichts von seinen Freunden. Le dije que no hayamos terminado. Mira, ya nos ganaste, okay? Muy tarde para hablar. ¿Quién no sale? Hey, weißt du was? Tú no te metas. Okay. Ja, so passiert es, wenn man sich hier mit uns anlegt. Dann kriegt man fast einen auf die Fresse. Du hast dich auch nicht angeboten. Dafür ist keine Zeit. Oh Mann. Na, ich wollte jetzt gerade einen Bottich. Hallo, wo kommst du her? Kriegst einen Tee. Ja. Irgendwie ist das ein bisschen doof gemacht, ehrlich gesagt. Okay, das war Double-Team-Move, Double-Team. Wenn wir uns damit abhauen können. Ja, Alter, so ist es, man muss sich mit mir anlegen. Oh, Mann. Na. Oh. Ja. Das ist der Obermacker hier. Der ist ein bisschen nervig. Ach. Oh, ich kann rollen. So. Da muss ich mich ein bisschen konzentrieren, weil irgendwie ist bei mir echt, wenn ich die Kamera bewege mit meinem Controller, die bewegt sich dann gleich so extrem. Hallo, ich muss schnell drücken. Jetzt. Ja, Toast. Kaputt. Hey, hey, lass los. Ach, nicht schon wieder. Gut, espera. Ja, was da, okay. Bla. Alguien más necesita que le recuerde cuáles las reglas. ¡Aliense! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Dame! Oh, nein, ich wusste, dass es kein gutes Tee ist. ¡Cállate! ¿Für wen hältst du dich? ¡Llevo su celda! Trae a los gringos a mi oficina.
Déjanos. Déjenos. Hast dir Zeit gelassen? Wir wurden fast getötet, Mann. Kann noch kommen. Vargas. Im Ernst? Oh, ich hab nichts gefunden. Muss der falsche Turm sein. Und? Was soll ich sagen? Ich bin Katholik. Hab immer eins dabei. Witzig. Hey, hey, hör zu. Es ist wertlos, okay? Haltet ihr mich für blöd? Okay, du willst neu verhandeln? Schön. Benimm dich nicht wie ein Kleinganove. Und jetzt weg damit. Danke. Wir geben dir, 10%. Die Hälfte. Wir machen die ganze Drecksarbeit. 20. Ohne uns würdest du ihn nie finden. 25. Alle gleich. 25. Hört sich das fair an, Jungs? Damit kann ich leben. Ja, klar. 400 Millionen durch 4, das geht. Wir haben einen Deal. Ja, einen Deal. Okay. Dann komm mir noch einmal so. Ist der verrückt? Spack der Kleine. Verdammt, voll der Psychopath. Bist du total durchgeknallt? Du es wirklich wissen? Leute, was machen wir? Wir halten uns an den Plan. Gehört dir das zum Plan? Folgt mir. Los, los! Oh mein Gott. Hey, wo gehen wir hin? Zum Leuchtturm. Ich will den kleinen Psychopath nicht folgen, ey. Der macht das gleiche mit uns auch. Gehen wir nach draußen und finden. Boah. Sackgasse! Das Fenster! Die hat doch geglitzert, oder? Nein. Ich bin auch gemeint, jetzt irgendwas hier. Ach, hier. Komm, komm. Wir schieben schon. Komm, wir lassen den Zwerg zurück und hauen ab. So. Schnell durch die Gassen. Hopp. Nein! Ja. Hier ums Eck. Was? Hm. Jetzt immer hinter den Arsch. Hier, hier ist Zeug. Jupp, komm. Alter, wie ich den Zwerg hasse. Boah, jetzt krieg ich hier Schüsse in den Rücken. Beweg dich. Wow. Wo sind die jetzt hin? Die sind schon drüben. Er muss auf Klo. Echt jetzt? Oh, jetzt darf ich wieder kämpfen. Wie er runtergift ist. Ja, hier. Stirb. Ah, nicht stirb, aber. Body. Hallo. Vor das Wrestling-Spiel hier. Ja? Hier kommen wir nicht raus. Hilf mir schieben. Okay. Und schieb. Er wird ohne uns abhauen, oder? Nicht, wenn wir schnell sind. Bestimmt. Nach dir. Hundertprozentig wieder abhauen. Nein.
dass wir abhauen oder so. Hey, Rafe! Nein! Ich will hoch! So. Na, geh jetzt aber. Ne? Und hier lang. Wir sind gut unterwegs. Hier lang. Einer Weg darüber gehüpft. Ist das gepasst zu meinen anderen Türen? Ja, komm. Die treffen auch einen, ne? Ist ja voll gemein. Na, hopp. Sam! Komm! Ich zieh dich hoch! Zieh hoch. Nein. Nein, festhalten. Festhalten. Was? Sam. Die andere Hand. Was? Los hoch. Nein. Sam. Hallo? Der ist noch nicht tot. Das war nur ein Schreibschuss, oder? Er ist doch tot. Nein, er ist tot. Komm, das Boot ist auf der anderen Seite. Nein, ich kann nicht. Ich lasse sie nicht hier. Nate, dein Bruder ist tot. Komm mit mir oder geh zu ihm. Nein. Wie du willst. Okay. Wir müssen gehen, weil... Ist ja nicht praktisch, wenn wir sterben. Dann ist das Spiel zu Ende und es war ein Teil Let's Play. Okay, ich muss weiter. Fuck, jetzt ist der Bruder tot. Ich hatte nur 10 Minuten Spielzeit mit ihm. Und spring. Boah, das tat weh. Das tat weh. Mir erst beim Anfang Uncharted 4. Voll geil. Macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Ach, Hammer, Hammer. Das Spiel ist echt geilo. Wie man sieht, kommen die alten Freunde auch wieder zurück. Voll lustiger Anfang, also gefällt mir richtig mit dieser Zeichnung und Hammer. So, die Folge muss ich, glaube ich, wieder in 2 Parts teilen. Also kommt ein Tag der erste Part und am zweiten Tag die zweite Part. Wir werden jetzt nach diesem epischen Anfang, da ist ja kein Ende, werden wir das Spiel cutten. Also ist die Folge zu Ende. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Da werde ich auch jeden Tag eine Folge rausbringen. Von Star Wars werde ich jetzt 3 Folgen in der Woche, denke ich mal, rausbringen, weil das ist echt mehr Aufwand. Bisschen MMO ist. So, das ist jetzt der Schluss. Ich sag dann schon mal, danke fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Zocken und haut rein. Tschüss. Also ich sterbe irgendwie voll schnell. Was? Ich sterbe extrem schnell. Ja, ich auch. Was ist das hier? Ach, eine Heilung. Ja, genau. Hier, zack. Wow.
hast du gemacht? LOL! Boah, wir kriegen so eins auf den Sack. Und ich mache jetzt auch noch Selbstmord. Ich glaube, ich bin. Boah, ich hab keinen Kill. Schnell nach oben. Schnell nach oben. Alles fällt sehr. Und oben sitzen. Highlight des Spiels. Der macht voll viel Damage. Ja, der war voll heftig, der hat mich ziemlich oft weggehauen. Guck mal, die Mülltonne. Blöde Mülltonne, gegen dich habe ich eine Chance. Komm, komm. Was? Oh, gefangen. So, jetzt pass mal auf. Also mit dem Ninja gehe ich jetzt schon voll ab. Oh Gott, 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 Gott. Noch 30 Sekunden, komm, schnell, schnell, schnell. Ich bin irgendwie hier. Nein, ich habe die aber eingefroren. Scheiße.